Liebe Liesel, erstmal hallo und herzlichen Dank, dass du heute hier bist und dass du uns an deiner Geschichte und an deinem Leben teilnehmen lässt. Und ich würde gleich mal anfangen, und zwar würde ich dich bitten, uns so ein bisschen mitzunehmen auf deine Reise, mit in dein Leben. Das heißt, als erste Frage würde mich interessieren, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Münster in Westfalen geboren. Ich bin Jüdin, geboren 1936 und habe die ersten Lebensjahre auch in Münster in Westfalen verbracht. In Münster haben wir in einer Mietwohnung gewohnt bis zu der Pogromnacht, der sogenannten Kristallnacht. Und dann haben sie meinen Eltern Scheiben eingeschlagen und so. Und wir mussten ausziehen in ein sogenanntes Judenhaus in Münster in Westfalen, wo wir bis 1942 sehr beengt im Keller gehaust haben. Zu viert, zusammen noch mit einem Onkel meiner Mutter. Und was haben deine Eltern gemacht vor 1942? Was haben die beruflich gemacht und wie war diese Zeit für dich? Meine Erinnerungen setzen erst ein in diesem Judenhaus. Okay. Meine Mutter war Hausfrau und mein Vater war aus dem Ersten Weltkrieg schwer kriegsbeschädigt. Er hatte keine Beine mehr und so konnte er keinen Beruf ausüben. Er war also Rentner. Wir haben also von der deutschen kriegsbeschädigten Rente gelebt. Und wie war das, als ihr in dieses Judenhaus umziehen musstet und die Zeit, die ihr dort verbracht habt? An was erinnerst du dich da? Ich erinnere mich vor allen Dingen an die Enge. Aber in dem Haus war zum Beispiel auch eine Schule, eine jüdische Schule, die ich ab und zu mal als Besucherin quasi mit hingegangen, weil ich war noch nicht schulpflichtig, aber mich hat die Schule damals schon interessiert. Und naja, daran erinnere ich mich, dass bei aller Enge und Not ich doch in gewissem Sinne eine gute Kindheit dort hatte, bis zur Deportation zumindest. Ne? Und kannst du mir sagen, wie der Alltag da war? Also mit wie vielen Leuten habt ihr in einem Zimmer gewohnt und hattest du andere Kinder, mit denen du spielen konntest? Hast du noch Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister, ich war ein Einzelkind. Und der Alltag war, er war dürftig. Die jüdischen Feste wurden gefeiert, so gut es ging. Ich erinnere mich, dass ich mal anlässlich das Chanukka-Fest, ein jüdisches Fest, ein Gedicht vorgetragen habe im Alter von 3 oder 4 Jahren. Zu dem Zweck bin ich dann in die Schule gegangen, habe dort das Gedicht schon mal geübt und dann habe ich also vor versammelter Mannschaft das Gedicht vorgetragen. War ich ja sehr klein, war auf den Stuhl gestellt und erinnere mich noch, dass ein Kind immer dazwischen plapperte und da habe ich aufgehört zu reden und habe erst weitergemacht, als das Kind still war. Ah, ja. Schon damals konsequent. Sehr schön. Naja, ansonsten weiß ich noch, meine Eltern erzählten immer von den Nöten, es gab ja nichts zu essen. Mein Vater, wir wohnten dort in 2 Kellerräumen. Mein Vater hatte einen sogenannten Rollbar, weil er ja keine Beine hatte, konnte er sich nicht bewegen. Der musste also auch da untergebracht werden. Und das war also doch immer ziemliche Not mit dem Essen beschaffen. Man konnte nicht einfach in den Supermarkt gehen und was kaufen. Es gab nur bestimmte Stunden, wo Juden einkaufen durften. Und meine Mutter hat immer 1000 Ängste ausgestanden, weil mein Vater, der hat sich immer darauf berufen, dass er im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hat, dabei beide Beine verloren hat und auch das Eiserne Kreuz bekommen hat. Er hat dann also manchmal auch die Nazis angefaucht, was natürlich lebensgefährlich war, aber irgendwie
hat es doch keine Folgen zunächst gehabt. Weißt du, wo der war im Ersten Weltkrieg? Hat er da mal was erzählt? Ich glaube in Frankreich, ne? Also die Beine hat er noch kurz vor Kriegsende verloren. Das war, glaube ich, 1918. So war er lange im Lazarett. Und meine Mutter hat ihn geheiratet, obwohl er keine Beine hatte. Ne? Kannten die sich vor dem Krieg schon, vor dem Ersten Weltkrieg? Die haben sich kennengelernt. Mein Vater stammt und seine Familie stammt aus Burg Steinfurt. Das ist ein kleiner Ort nahe der holländischen Grenze. Und er wurde dort beschimpft. Also in der Zeitschrift Der Stürmer, eine Nazi-Hetzschrift, wurde ein Artikel über ihn veröffentlicht, der mir noch vorliegt. Dort wurde er ziemlich unflätig beschimpft und ich glaube, das war der Grund, warum er von Burg Steinfurt nach Münster gezogen ist. Und im Nachbarhaus arbeitete meine Mutter und da haben die beiden sich kennengelernt. Die haben 1935 geheiratet und 1936 bin ich geboren. Ja. Und dann seid ihr von dort deportiert worden, hast du eben gesagt. Ja. Hast du da Erinnerungen? Wie war das? Ja, ich habe Erinnerungen. Das war am 31. Juli 1942, ein unwahrscheinlich heißer Tag, das erinnere mich noch dran. Und es hieß dann, es wurden nicht nur wir, das ganze Haus wurden alle deportiert. Wir mussten dann vom Bahnhof Münster, und meine Mutter hat einen Koffer gepackt. Aber irgendwie wusste sie, sie war eine sehr kluge Frau, sie hat vorausgeschaut. Sie hat mir zum Beispiel, obwohl es sehr heiß war, drei Pullover, zwei Mäntel und so weiter angezogen. Und als ich protestierte, sagte sie, sei froh, der Koffer wird uns weggenommen. Und so ist es auch passiert. Das heißt, das wusste... Als ich ankam, da hieß es, man wurde ja immer getäuscht, da hieß es, der Koffer wird nachgebracht, den brauchen Sie nicht zu tragen. Ne? Und haben wir nie wieder gesehen. Das heißt, deine Mutter hatte eine gewisse Vorstellung, was da auf euch zukommt. Weißt du, woher sie diese Ahnung hatte? Nein, aber die ganze Zeit schon vor 1942 war ja voller Hetze gegen Juden. Es war eine unmenschliche Zeit. Und sie wusste, es kann nur schlimmer werden, nicht besser. Ne? Trotz aller Beschwichtigungsversuche. Hast du denn dann eigentlich in dieser Zeit, in diesem Judenhaus, Nicht-Juden kennengelernt? Also da waren ja wahrscheinlich noch andere Kinder im Haus, aber kanntest du auch nicht-jüdische Kinder zu der Zeit? Nein, kannte ich nicht, denn ich durfte ja nicht einfach so auf die Straße gehen. Ich habe dann auch den sogenannten Judenstern getragen, diesen gelben Stern. Und damit war man ja gezeichnet. Konnte sich nicht einfach unter andere Kinder mischen. Ich hatte also nur Umgang mit jüdischen Kindern und jüdischen Menschen. Und als ihr dann deportiert worden seid, seid ihr alle zusammen deportiert worden? Also dein Vater, deine Mutter und du? Und erinnerst du dich, wie dieser Tag ablief? Du hast eben den Bahnhof Münster angesprochen. Ja, wir wurden in einfachen so Holzwaggons, also Holzsitzen. Es war eine lange Fahrt in einem sehr heißen Zug, das weiß ich noch. Und wir kamen dann in Bauschowitz an und das waren noch etwa 3 Kilometer bis Theresienstadt, die mussten wir zu Fuß gehen. Mein Vater konnte seinen Rollwagen mitnehmen, er konnte ja nicht laufen und das war ein Glück. Denn sonst, als wir in Theresienstadt dann ankamen, wurden wir getrennt, alle drei. Ich kam in ein Kinderheim. Mein Vater so ein Männerwohnheim und meine Mutter zu den Frauen, wo sie die meiste Zeit dann war und dort auch schwer gearbeitet hat in Theresienstadt. Und wie viel Zeit hast du an den jeweiligen Stationen verbracht? Also wie lange wart ihr in Münster in diesem Judenhaus und wie lange wart ihr danach in Theresienstadt? Wir waren von Anfang 1939 bis zum 31. Juli 1942 in diesem Judenhaus. Dann wurden wir deportiert nach Theresienstadt, wo wir bis genau fast 3 Jahre, bis Juni 1945 geblieben sind und befreit wurden von den Russen. Mein
Mutter, mein Vater und ich, wir haben alle drei überlebt. Und ich betone immer wieder, das ist ein großes Wunder. Vor allen Dingen, dass mein Vater auch überlebt hat. Denn als Behinderter, das war, die Ersten wurden als Erstes deportiert nach Auschwitz und so weiter. Also ich bin da wirklich sehr glücklich, dass wir das alle drei überlebt haben. Leider hat von der großen Familie viele nicht dieses Glück gehabt. Mein Vater hatte zum Beispiel, es waren 11 Kinder. Von diesen 11 Kindern haben außer meinem Vater nur noch 2 Geschwister überlebt. 8 Geschwister mitsamt ihren Frauen und zum Teil Kindern wurden ermordet. Die haben nicht überlebt. Ja. Und kannst du mir noch ein bisschen erzählen, wie war das in Theresienstadt? Wie war das organisiert? Wo wart ihr untergebracht? Wart ihr da zusammen untergebracht, ihr drei? Nein, nicht. Wir wurden ja getrennt. Mhm. Ich war im Kinderheim. Und ich aber nur kurze Zeit, denn dann bekam ich Scharlach und Masern. Das sind ja hoch ansteckende Krankheiten. Da wurde ich in ein Krankenhaus, passt nicht, so eine Isolierstation gebracht, wo ich wohl sehr schwer da niederlag. Ich habe da nur schwache Erinnerungen. Ich war wahrscheinlich monatelang dort. Ich weiß noch, dass ich mich sehr einsam gefühlt hatte. Erstens war ich ja krank. Und dann, keine Eltern, also die Eltern. Mein Vater kam mit seinem Rollwagen mal gelegentlich. Er durfte ja nicht rein in die Station. Ich habe ihm dann von oben zugewunken. Da wusste ich wohl, dass ich doch nicht ganz allein war. Aber Besuch konnte ich natürlich nicht bekommen. Ich habe diese Krankheiten überlebt, wenn auch mit Folgen. Seitdem bin ich schwerhörig. Das ist ganz klar. Es gab damals keine medizinische Behandlung, keine Antibiotika und so weiter, auch keine Tabletten irgendwelcher Art. Aber ich erinnere mich noch in dieser Isolierstation an meinen 6. Geburtstag, den ich dort gefeiert habe. Plötzlich stand ein Kuchen vor mir mit einer Kerze. Und ich habe gefragt, warum? Sagen sie, du hast heute Geburtstag, du bist 6 Jahre alt geworden. Und an die Rührung, die ich damals empfand, kann ich mich heute noch erinnern. Ne? Weil das haben irgendwie tschechische Kinder, die auch dort krank waren, organisiert, einen Kuchen zu backen oder zu organisieren. Und als du dann wieder gesund warst, bist du dann in diesem Kinderheim geblieben und hast du deine Mutter in der Zeit mal gesehen? Ich bin dann in dem Kinderheim geblieben. Meine Mutter habe ich dann in diesem Kinderheim, ich kann mich gar nicht erinnern, also vielleicht 1-2 Mal gesehen. Ne? Die meiste Zeit war ich aber eben allein in diesem Kinderheim mit jüdischen Betreuern, aber das weiß ich noch, die sich rührend um uns bemühten. Ich habe dort in dem Kinderheim dann lesen, schreiben und rechnen gelernt, weil ich war dann bisher noch in keiner Schule gewesen, aber das war streng verboten, es wurde heimlich unterrichtet und es hieß immer wieder, schnell die Hefte weg. Die Nazis kommen. Und so, wenn man Schritte der Nazis hörte, schnell so getan, als würde man nur so da sitzen. Aber ich habe es gelernt und seitdem weiß ich, wie wichtig das auch war damals. Ne? Und kannst du noch ein bisschen erklären, Theresienstadt ist ja so ein bisschen ein spezieller Fall. Das ist ja ein Ghetto gewesen. Kannst du da noch mal ein bisschen erklären, wie das im Vergleich war? Du hast eben schon gesagt, von dort wurden auch Leute abtransportiert. Wie war das organisiert? Es gab dann Listen, wo Namen aufgeführt sind und die wurden alle getäuscht. Es hieß dann, ihr kommt irgendwo hin, wo es euch besser geht. In Wirklichkeit wurden sie in den Tod geschickt. Meine Mutter, die ahnte das schon. Und ich stand also auch mal auf so einer Liste und meine Mutter hat das erfahren, die ist dann zu den Leuten, die die Liste erstellt haben, hingegangen und hat gesagt, streicht meine Tochter wieder. Die wollten das erst nicht, meine Mutter hat gesagt, ich arbeite für die Nazis, sie hat schwer gearbeitet, die ganzen 3 Jahre im KZ.
ich arbeite für euch. Sie hatte so, das erzähle ich gleich, was sie gearbeitet hat. Aber jedenfalls, mich hat man dann von der Liste wieder gestrichen. Meine Mutter hatte für so sogenannte Glimmer gespalten. Das war so kriegswichtiges Material, so durchsichtiges Material. Und sie hatte auch immer aufgespaltene Fingernägel, weil das war nicht so einfach. Aber sie hat eigentlich nie geklagt. Sie wusste, dass sie das machen musste, um zu überleben. Ihre Schwester Ellie Less mit Mann und Sohn waren ebenfalls nach der Theresienstadt deportiert worden. Aber ihre Schwester hat nicht gearbeitet und sie ist dann nach Auschwitz deportiert worden und ums Leben gebracht worden. Weißt du, wie dein Name damals auf die Liste kam oder wovon hing das ab, ob man in Theresienstadt bleiben durfte oder ob man abtransportiert wurde? Ich glaube, das war reine Glückssache. Also das ist einfach, man war ja irgendwo registriert und dann hieß es damals, so und so viele Leute müssen mit diesem Transport abgehen. Ja. So wurde das gemacht. Ich kann mich in dem Kinderheim, wo ich war, sehr gut erinnern. Und zwar, man freundet sich ja mit den anderen Mädchen an, so ein bisschen. Und plötzlich hieß es, wir gehen irgendwo anders hin, wo wir es besser haben. Das war also eine Täuschung. Die verschwanden dann plötzlich. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Und ich habe das mit meinen inzwischen 7, 8 Jahren einfach nicht verstanden, wo die geblieben waren. Aber sie wurden auch umgebracht. Ich muss dazu noch sagen, in Theresienstadt waren im Laufe der Jahre ca. 25.000 Kinder gewesen, durchgelaufen, so quasi. Von diesen 25.000 Kindern haben nur 125 überlebt und ein Kind davon bin ich. Ja. Mehr nicht. Ne? Und wie hat sich das ausgewirkt? Also ich frage mich, hat man dann Angst, wenn diese Kinder verschwinden und man nicht weiß, wo es hingeht? Gleichzeitig sagen die Kinder, ich gehe wohin, wo es besser ist. War das so, dass du dann das Gefühl hattest, da stimmt was nicht? Deine Mutter war ja auch immer sehr skeptisch. Oder hast du gedacht, ach, die dürfen woanders hin, wo es denen besser geht? Warum darf ich nicht mit? Ja, das Letzte, ich darf es nicht vergessen, ich war ja ein Kind. Ja, ich glaube ja alles, was man einem Kind sagt. Ne? Ich habe gedacht, denen geht es wirklich besser. Hm. Ne? Und wann hast du das erfahren, wo die wirklich... Nach dem Krieg. Ne? Und wie war das? Wie hast du diese Info bekommen? Ja, also ich muss... Man hat im Laufe der Nachkriegsjahre dann erst vieles so nach und nach erfahren. Ne? Ich hatte auch erst eigentlich als Erwachsene, ja sogar als Ältere mich näher damit beschäftigt. Ich habe auch, man verdrängt in jungen Jahren wohl vieles. Meine Kinder werfen mir ja auch vor, dass ich nie über die Zeit in Theresienstadt geredet habe. Ich frage mich eigentlich heute noch, warum das so ist. Aber inzwischen habe ich erfahren, dass es den meisten Holocaust-Überlebenden ebenso geht. Die haben auch nicht mit ihren Kindern gesprochen. Erst mit den Enkeln. Habe ich geredet. Und erst später im Alter. Ich muss dazu sagen, ich habe 3 Kinder und 6 Enkel inzwischen. Schön. Und wie geht ihr jetzt aktuell in der Familie mit diesem Thema um? Also du hast gesagt, mit dem Alter hast du angefangen, da mehr drüber zu sprechen. Ist das jetzt aktuell ein Thema bei euch in der Familie? Ja, ich habe also da Probleme. Meine Tochter wirft mir eben vor, dass ich nie darüber geredet habe. Und sie behauptet, dass ihre Probleme mit meinen Erlebnissen in Theresienstadt zusammenhängen. Ich wollte das erst nicht glauben. Inzwischen habe ich erfahren, dass es tatsächlich so ist. Ich bin nicht die Einzige, die das auf ihre Kinder übertragen hat. Unbewusst, nicht bewusst natürlich. Sie leidet an meinen Erlebnissen, was mich natürlich sehr betrübt. Kannst du mir sagen, woran ihr das festmacht oder wie sich das äußert, dass du sagst, sie leidet daran, in welcher Form?
Sie hat Ängste. Okay. Sie hatte Verlassenheitsängste und sie fährt keinen Aufzug. Wenn Flugzeug steigt sie nur mit Tabletten. Also man kann, ein Psychologe könnte es besser erklären. Ja. Aber sind das Ängste, die du dann auch hattest nach dem Krieg? Eigentlich nicht bewusst. Mhm. Vielleicht unbewusst. Also bewusst nach dem Krieg ging es ja auch, da musste ich zur Schule, ich habe Abitur gemacht, eine Berufsausbildung, war berufstätig, habe geheiratet und Kinder bekommen. Also ich hatte eigentlich gar keine Zeit, um viel drüber nachzudenken. Erst jetzt im Alter kommt das alles wieder hoch. Liesel, du hast uns heute auch noch ein paar Sachen mitgebracht aus deiner Zeit in Theresienstadt. Ja. Ich reiche dir das erste Mal rüber. Das ist ein Teddybär. Was hat es damit auf sich? Dieser Teddybär hat eine Frau meiner Mutter für mich geschenkt in Theresienstadt. Ihr Kind ist gestorben und die Frau wollte mir was Gutes tun. Es gab ja nichts zu spielen in Theresienstadt. Dass dieser Teddy, bevor er irgendwo landete, hat meine Mutter ihn mir gegeben und ich halte diesen Teddy seit über 70 Jahren in Ehren, als Erinnerung auch an das tote Kind, dem es ursprünglich gehört hat. Weißt du, wie alt das Kind damals war? Es muss wohl so in meinem Alter gewesen sein, 6, 7, so etwa. Und hast du noch mal irgendwas gehört, was aus der Mutter geworden ist? Leider nein, aber ich glaube, sie hat nicht überlebt, denn sonst hätte meine Mutter mir das schon erzählt. Ja, und du hast uns noch was mitgebracht, und zwar ein Buch. Wir zeigen das vielleicht auch mal in die Kamera. Es ist eher untypisch, wenn man das vergleicht mit Büchern, wie wir sie heute kaufen, wenn man überhaupt noch Bücher kauft und nicht auf seinem Kindle liest. Aber das ist wirklich ein ganz schönes Exemplar. Woher kommt das? Das ist auch sehr alt. Am Ende der Zeit in Theresienstadt sollten alle Bücher verbrannt werden. Nun war ich ganz wild auf Bücher zum Lesen. Ich hatte ja in Theresienstadt Lesen und Schreiben und so weiter gelernt und schaute nach Büchern aus. Und da ging durch Theresienstadt ein Mann mit einem Wagen, auf dem Bücher aufgeschichtet waren. Und da habe ich mich so leise angeschlichen, zugegriffen und ein Buch genommen, geklaut auf Deutsch gesagt. Und in der Hoffnung, dann endlich habe ich was zu lesen. Und als ich das Buch hier aufgeschlagen habe, war ich also bitter enttäuscht. Es war ein Gebetbuch, was ich leider nicht lesen und nichts mit anfangen konnte. Ja. Ich hatte auf ein Kinderbuch gehofft. Und welche Sprache ist das jetzt, dieses Gebetbuch? Das ist Hebräisch. Ach, das war ein hebräisches Gebetbuch? Das Hebräisch wird von links nach rechts gelesen, ne? Also nee, von rechts nach links. Von rechts nach links, genau. Pardon. Entschuldigung. Genau. Nee. Aber es war nicht das, was ich gehofft hatte und erwartet hatte. Ja, aber du hast es trotzdem aufgehoben. Ja, eben als Erinnerung. Ja. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, Theresienstadt ist ja so ein bisschen ein spezieller Fall. Also es ist ja damals als vermeintliches Altersghetto von Himmler eingerichtet worden. Es war eigentlich als Transitlager gedacht, um von dort weiter zu transportieren in die Vernichtungslager wie nach Auschwitz. 88.000 Menschen sind auch aus Theresienstadt weiter transportiert worden. Es sind auch sehr viele, ich glaube so 33.000 in Theresienstadt selbst umgekommen aufgrund der sehr schlechten Lebensbedingungen. Man hat mit Theresienstadt aber ja noch ein anderes Ziel verfolgt. Und zwar ist es ja auch für Propagandazwecke genutzt worden. Es gab ja auch viele berühmte Juden, die man nach Theresienstadt gebracht hat. Und gerade so Kriegsüberlebende, Kriegshelden auch aus dem Ersten Weltkrieg, wie ja auch dein Vater, der eben das
dafür ausgezeichnet wurde für seinen Verdienst um Deutschland, die man dann eben gezielt nach Theresienstadt gebracht hat. Hast du von dieser besonderen Rolle des Ghettos in, oder auch Konzentrationslagers, man muss ja sagen, die Nazis haben das immer als Ghetto dargestellt und als Modellghetto, aber tatsächlich war es eben auch ein Ort, an dem sehr, sehr viele Menschen getötet wurden. Es ist also tatsächlich auch ein Konzentrationslager. Aber hast du von dieser Rolle was mitbekommen? Ja, es wurde ein Propagandafilm gedreht während der Zeit, so 1944. Und da sollte der Öffentlichkeit weisgemacht werden, dass die Juden, der Film, dass es den Juden gut geht dort und sie ein normales Leben führen. Für diesen Film wurden Kulissen aufgebaut. Zum Beispiel wurde auch ein Kaffeehaus hingestellt. Und diesem Film, der da gedreht wurde, habe ich auch eine kleine Rolle gespielt. Ach so. Ja, man hat mich vorne hingesetzt und sagte, das ist jetzt ein Eiskaffee und hier ist ein Eisbecher und du darfst jetzt Eis löffeln. Ein schöner Becher mit einem großen Löffel und sagte, Liesel, nun iss mal das Eis. Das habe ich auch gemacht, allerdings war in dem Eisbecher überhaupt kein Eis drin. Und ich weiß noch, dass ich da bitter enttäuscht war. Ja. Das sollte nur so sein, als ob. Ja. In Wirklichkeit war nichts dahinter. Ne? Dieser Film hieß, der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Der ganze Film ist zum Teil heute noch erhalten, ein Teil fehlt. Aber es war eine grandiose Täuschung der Öffentlichkeit. Das Internationale Rote Kreuz hat auch diesen Ende 44, glaube ich, oder Mitte 44, Theresienstadt einen Besuch abgestattet. Und den hat man dann diese verschönerten Kaffeehäuser, Kulissen und so weiter gezeigt. Und die haben sich tatsächlich täuschen lassen. Hm. Nicht? Und wäre vielleicht die Regenschaft schon früher befreit worden. Hm. Aber sie haben gesagt, ja, den Juden geht es dort gut. In Wirklichkeit steckte nichts dahinter. Hm. Liesel, wie war denn für dich der Moment, als Theresienstadt befreit wurde? Wie hast du das erlebt und hast du damals schon verstanden, was da eigentlich vor sich geht? Ich lebte damals bei meiner Mutter, weil das Kinderheim aufgelöst wurde, weil die Kinder nicht mehr da waren, alle deportiert. Ich war allein in dem Zimmer, in dem meine Mutter war. Die war wieder arbeiten. Und ich hörte plötzlich von draußen lautes Geschrei und Freudenrufe. Und dieses Zimmer lag direkt an der Grenze. Ich bin rausgelaufen und sah dann russische Panzer, die da vorbeirollten und anhielten. Die verteilten dann Schokolade, etwas, was ich vorher nie kannte. Und in dem Moment wusste ich, es ist zu Ende, wir sind befreit. Ich wusste, obwohl ich noch Kind war, habe ich gewusst, alle Not hat jetzt ein Ende. Und so war es dann auch. Hatte deine Mutter dir in der Phase erklärt, das, was hier jetzt passiert, ist nicht normal? Hat die irgendwie mal gesagt, es wird bestimmt alles gut? Wie war das da? Ich habe auch damals mit meiner Mutter sehr wenig reden können, weil sie ja sehr viel gearbeitet hat und auch geschwächt war durch die kranke Ernährung und ich habe eigentlich wenig mit meiner Mutter gesprochen. Hm. Ich habe mir das aber schon erkannt, dass das Ende naht dann. Ja, und wie ging es dann unmittelbar weiter? Also wusstet ihr die ganze Zeit auch, dass dein Vater auch noch am Leben ist? Hattet ihr Kontakt? Ja, wir wussten, dass mein Vater am Leben ist. Das stimmt. Ja. Meine Mutter hat sich wohl auch nebenbei um ihn gekümmert. Sie hat zuletzt in einer Lebensmittelzubereitung da gearbeitet und hat ab und zu mal Kartoffelschalen geklaut oder ein, zwei Kartoffeln, hat uns dadurch auch am Leben erhalten, alle drei. Ja, und als dann die Befreiung da war, du hast eben gesagt, es waren die Russen, die dann kamen, ja. Hast du noch Erinnerungen an diese letzten Tage in Theresienstadt? Ja, die Erinnerungen an diese letzten Tage sind nicht so schön. Denn es grassierte wohl eine große
Typhus-Epidemie und oder also Infektionskrank, und da sind einige ausgebrochen aus den Isolationszimmern. Also Typhuskranke sind ausgebrochen. Ja, ja. Sie haben auch von der Befreiung gehört und viele sind dann auch noch gestorben. Die waren also so abgemagert, so krank. Ne? Mhm. Und diese Bilder sehe ich noch mal vor mir. Ja. Wir sind dann noch 2-3 Monate in Theresienstadt geblieben, weil die Rückkehr ja organisiert werden musste, was natürlich nicht so einfach war. Aber da war die Not dann nicht mehr so groß. Wir wussten, wir sind befreit. Und danach Rückkehr in eure alte Heimatstadt. Da stelle ich mir ja auch vor, dass man mit sehr gemischten Gefühlen zurückgeht. Zum einen, ich hätte zwei Fragen. Also zum einen, hast du da nicht auch Wut verspürt gegenüber denen, die sozusagen da geblieben waren, die das nicht durchleben mussten, was ihr durchleben musstet? Und B, es war ja auch alles zerstört. Wo seid ihr denn dann untergekommen? Ja, wir mussten uns entscheiden, wo wir hin wollten. Und da haben wir uns für den letzten Wohnort vor der Deportation entschieden. Das war Münster in Westfalen. Münster war aber zu 80% zerstört. Und als wir dann nach sehr langer Fahrt durch das zerstörte Deutschland dort ankamen, war weit und breit keine Wohnung für uns vorhanden. Da sind wir aufs Land gezogen. Meine Großmutter hatte dort vor dem Krieg ein Haus und das sind wir eingezogen. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, Wut, ja, die Wut kam etwas später, nachdem wir da in diesem Breckenhaus, so hieß es ja auch, wo wir hingezogen sind, eingezogen sind, weil dort waren auch, es waren wie überall viele alte Nazis, die dann plötzlich keine mehr gewesen sein wollten und zu meiner Mutter gekommen waren. Sie sollte ihnen doch bescheinigen, dass sie immer für die Juden da gewesen wären und ihnen geholfen hätten. Meine Mutter, die war aber ganz stolz, die hat sie dann hinauskomplimentiert. Mhm. Diese sogenannten Persilscheine, die sie haben wollten, hat sie nie ausgestellt. Mhm. Und dann, wie war der Übergang in den Alltag zurück in dieser Phase? Das war sehr schwer, weil wir mussten uns ernähren und es gab nichts zu kaufen. Und meine Mutter hat das aber tüchtig wie immer organisiert. Die überlebende Schwester meines Vaters aus den USA hat uns ein paar Care-Pakete geschickt. Und da waren auch Sachen drin, Zigaretten und so, die wir nicht brauchten, die haben wir umgetauscht. Ja. Und so haben wir die Jahre von 45 bis 48 überstanden. Naja, es gab auch vereinzelt ein paar Bauern, die uns geholfen haben. Wieso sagst du bis 48? Was ist in 48 passiert? Da war die Währung zu formen und da füllten sich plötzlich die Läden auch mit Lebensmitteln. Da konnte man fürs Geld was kaufen. Okay. Vorher ging das eben. Das heißt, es ist richtig so ein Punkt, wo du sagst, das ist eine große Veränderung gewesen. Ja, genau. Mhm. Und hast du dich nach dem Krieg jemals schuldig gefühlt, dass du überlebt hast und so viele andere nicht? Unbewusst sicher. Aber ich habe das einfach als Glück empfunden, dass ich überlebt habe. Oder als Schicksal. Ja. Aber schuldig, man hat ja ein Recht auf Leben, jeder von uns. Ne? Ich war nur traurig, dass so viele nicht, dass ich keine Verwandten habe. Alle anderen haben Cousins und Cousinen und Tanten und Onkel, die waren alle tot. Aber ich wusste, es war nicht mehr zu ändern. Ne? Ja. Musste damit leben einfach. Und ist das... dieses ganze Thema, diese ganze Zeit, alles, was du da erlebt hast, was dich heute auch im Alltag noch beschäftigt? Oder ist das was, wenn jetzt einer wie ich kommt und danach fragt, wo du dann dich dran erinnerst? Oder ist es immer präsent? Es ist immer präsent, aber erst im Alter, jetzt wo ich älter geworden bin. In jüngeren Jahren, ja, da war ich beschäftigt mit, ich habe 3 Kinder, Ehemann, Beruf und so weiter, da hatte ich einfach nicht die Zeit.
jetzt lebe ich allein und jetzt kommen die Erinnerungen. Mhm. Plötzlich und mit Macht. Und hat sich jemals irgendjemand bei dir direkt entschuldigt oder bei eurer Familie entschuldigt? Nein, hat niemand. Im Gegenteil. Die haben alles verdrängt, die Zeit. Mhm. Ich muss ja noch eine Geschichte erzählen, die so typisch ist. Meine Mutter, die wurde im Krieg schon in Breckenhaus, wo wir nach dem Krieg hingezogen sind, gelebt hat, war, bevor die Nazis kamen, Schützenkönigin in dem Ort. Zusammen, als Frau, in der Zeit. Zusammen mit einem Mann, also sie waren ein Paar, Schützenkönig und Schützenkönigin. Und dieser Schützenkönig hat während der Nazizeit zufällig die Stiefmutter meiner Mutter, also meine Stiefgroßmutter, getroffen. Die haben sich unterhalten und diese Stiefmutter hat ein paar negative Worte über die Nazis gesagt. Sie dachte, sie könnte ihm vertrauen, wegen der alten Zeiten. Dieser ehemalige Schützenkönig hatte nichts Besseres zu tun. Er ist stehenden Fußes zum Ortsgruppenleiter, dem obersten Nazi in dem Ort gegangen und hat die Stiefmutter denunziert. Sie ist prompt abgeholt worden, ins KZ gebracht worden und dort elendig umgekommen. Nach dem Krieg hat dieser ehemalige Schützenkönig meine Mutter aufgesucht und hat gesagt, du, wir haben doch jetzt Jubiläum, vor 25 Jahren waren wir König und Königin, wollen wir nicht noch einmal wieder zusammen auftreten? Meine Mutter hat ihn hinaus komplimentiert, denn er hatte wohl vergessen, das, was er gemacht hat, dass die Stiefmutter einfach umgebracht worden ist. Also von Entschuldigung ist keine Rede, im Gegenteil. Sie haben das alles verdrängt. Ja. Meinst du, er wusste in dem Moment gar nicht den Zusammenhang, weil das die Stiefmutter war, dass er sozusagen das nicht zuordnen konnte und gar nicht wusste, die ich denunziert habe, ist die Stiefmutter? Das wusste er garantiert 100%, denn der Ort war so klein, da kannte jeder jeden. Okay. Das ist ganz ausgeschlossen. Er hat es nur verdrängt. Ja. Hattest du das häufig, das Gefühl nach dem Krieg, dass die Leute das verdrängt haben, was da passiert ist? Ja, ich hatte das oft, das Gefühl. Vor allem, wenn sie immer wieder betont haben, wie sehr sie immer den Juden geholfen haben und dass sie immer für die Juden gewesen waren. Mhm. Weil ihr davon nichts erlebt habt vorher. So ist es, genau so ist es. Hast du noch Kontakt zu anderen damaligen Insassen, die mit dir zusammen befreit wurden? Ich habe mich gegen Ende mit einem Mädchen angefreundet, das ich dann gesucht habe, aber nicht gefunden habe. Die war weise und ist wahrscheinlich nach USA ausgewandert. Ich habe heute noch Kontakt mit einer tschechischen Frau, die auch eben als Kind befreit wurde. Wir sehen uns gelegentlich und tauschen Mails aus. Ah ja, schön. Ja, ja. Aber hattest du die da schon kennengelernt? Oder ich habe sie erst nach dem Krieg per Zufall kennengelernt. Aber sie hat ein ähnliches Schicksal wie ich. Ja. Die haben wir auch, die lebt in Prag, die haben wir dann auch mein Mann und ich dort besucht. Und sehen wir hier. Und warst du, nachdem Theresienstadt befreit wurde, nochmal wieder da? Ja, ich war mehrmals in Theresienstadt, einmal mit meinem leider zu früh verstorbenen Mann und dann später noch mit einem meiner sechs Enkel. Und wir haben das Kinderheim im Winkel gesucht und auch nach einigen Mühen gefunden. Aber es stimmte nicht mehr mit meiner Erinnerung überein, denn damals war doch alles anders, abgeschirmt, abgetrennt. Heute ist der Residenzstadt ganz anders natürlich. Und wie war das für dich, an diesen Ort zurückzukommen, gerade mit dem Wissen, das du ja dann erst auch hattest? Damals warst du ja als Kind, hast du gesagt, und wusstest gar nicht so genau, wie die Dinge zusammenhängen und dann nochmal wiederzukommen. Es war ein merkwürdiges Gefühl, muss ich erst sagen. Ich habe
von diesen ganzen Schrecken und Ängsten war nichts mehr zu sehen. Die Resenstadt ist heute eine Kleinstadt, normal, ganz normal. Es gibt zwar ein Museum, was ich auch betrachtet habe, ja, aber die Erinnerungen waren trotzdem da. Und ist dein Mann eigentlich auch Holocaust-Überlebender gewesen? Nein, mein Mann war kein Holocaust-Überlebender. Der ist, noch bevor ich ihn kennenlernte, zum Judentum übergetreten und war seit seines Lebens ein frommer Jude. Ist leider zu früh verstorben. Und hast du mit deinen Eltern nach dem Krieg über diese Zeit gesprochen, über das, was ihr da zum Teil ja unabhängig voneinander, weil ihr euch nicht viel sehen konntet, aber ja doch an einem Ort erlebt habt? Ja, leider habe ich mit ihnen nicht gesprochen. Vielleicht auf Rücksicht, um die Erinnerungen nicht wieder hochkommen zu lassen. Denn meine Eltern haben ja das alles viel bewusster erlebt als ich. Die haben ja wohl auch die Todesangst gespürt. Die geliebte Schwester meiner Mutter ist nach Auschwitz deportiert worden mit ihrer gesamten Familie und dort umgekommen. Und ich wollte diese Erinnerungen nicht bei ihnen wecken wieder. Das war Rücksichtnahme meinerseits. Allerdings heute bedauere ich es da ein bisschen, weil ich hätte noch viel erfahren können von ihnen. Und es gibt ja noch ein paar Überlebende auch aus den jeweiligen Familien deines Vaters. Da hattest du gesagt, dass von den 11 Geschwistern 3 überlebt haben. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, wie haben die überlebt und was ist aus denen geworden? Eine Schwester meines Vaters ist rechtzeitig nach USA emigriert und hat dort überlebt. Ein Bruder war auch in Theresienstadt, aber es war der älteste Bruder, er war schwer gezeichnet und ist dann nach Burg Steinfurt zurückgekehrt. Das war die Heimat der 11 Geschwister und dort ist er recht früh, 1953, glaube ich, verstorben. Und bei der Familie mütterlicherseits hattest du eben erzählt, deine Mutter hatte eine Schwester, die auch in Theresienstadt war und da ebenfalls ermordet wurde. Hatte die noch weitere Geschwister? Eine Schwester ist Ende der 30er Jahre nach Holland emigriert und hat sich dort versteckt, getrennt von Mann, aber mit dem Kind. Und die haben dort alle drei überlebt. Das heißt, der Mann ist dann später dahin nachgekommen? Oder die haben sich nach 45 wieder getroffen. Der Mann war woanders versteckt. Und kannte sie die Leute, die sie versteckt haben vorher? Also ist sie da gezielt nach Holland gegangen, um von denen gerettet zu werden? Oder nein, das nicht. Sie hat dort einen holländischen Juden geheiratet. Dass die Deutschen so schnell in Holland einmarschieren, das wusste sie ja nicht. Sie ist da auch überrannt worden von den Deutschen. Ja, und wo ist sie da versteckt worden? Oder? Das hat sie nicht so genau gesagt, bei Bauern wahrscheinlich. Ah ja. Und wieso sind deine Eltern mit dir zusammen damals nicht geflohen? Also es scheinen ja Geschwister auch schon geahnt zu haben, dass sich da was anbahnt. Wieso sind deine Eltern noch geblieben? Meine Eltern waren hilflos durch meinen Vater, der keine Beine hatte. Der konnte eigentlich nirgendwo anders leben als in Deutschland. Warum? Er hatte keinen Beruf, er war ja schon als junger Mann, hatte er keine Beine durch den Ersten Weltkrieg. Und wir lebten von der Rente des deutschen Staates. Ach so, und die war an Deutschland natürlich dann gebunden. Ja. Und es war so, und dann war ich ein kleines Kind. Es hing also alles von meiner Mutter ab und sie war da. Es war einfach nicht so organisiert. Außerdem brauchte man Geld und das hatten sie auch nicht. Ne? Also es war chancenlos, das will. Ja. Und sag mal, nach dem Krieg, war da für dich klar, dass du in Deutschland bleibst? Also das stelle ich mir persönlich auch sehr schwer vor, in dem Land, das ja so viele Juden umgebracht hat, so viele Familienmitglieder von dir umgebracht hat. Meine Vorstellung wäre, der erste Impuls muss doch sein, schnell weg von denen. Ja, also ich bin inzwischen erwachsen geworden, hab geheiratet und mein Mann und ich, wir hatten schon die Überlegung, auszuwandern nach Israel. Aber
Ich habe mich dagegen gewehrt, weil meine Eltern ja in Deutschland lebten, ich das einzige Kind war und ich hätte sie nicht alleine lassen können und wollen. Es war eine Verpflichtung, dass ich bis zu ihrem Tode zumindest in Deutschland bleibe. Später wuchsen die Kinder in Deutschland heran. Und jetzt leben deine Kinder auch alle in Deutschland oder sind davon welche ausgewandert? Ja, meine zweite Tochter ist vor 20 Jahren etwa nach Israel ausgewandert und hat dort jetzt 3 Kinder. Der jüngste ist in Israel geboren und sie ist dort sehr glücklich und ich fahre öfter nach Israel, um sie dort zu besuchen. Ja. Aber es ist für dich jetzt keine Option, nach Israel zu gehen? Nicht mehr. Eine Tochter lebt in Deutschland, der Sohn lebt in Deutschland, 3 Enkel, der von den 6 leben auch in Deutschland. Außerdem kann ich leider die Sprache nicht. Ah ja, okay, nee, das ist dann ja auch nochmal eine größere Hürde. Sicher, die habe ich nie gelernt, aber alle anderen können die Sprache, nur ich nicht, naja. Naja, gut. Liesel, du setzt dich ja heute auch sehr aktiv dafür ein, dass die Erinnerung an das, was damals passiert ist, wach gehalten wird und am Leben gehalten wird. Was ist deine Motivation und was machst du in diesem Bereich? Ich gehe in Schulen und spreche vor Schülern und berichte über meine Zeit im Konzentrationslager und über meine Erlebnisse. Und es ist mir ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, auch damit die Schüler wissen, was damals passiert ist. Immer mit dem Hintergedanken, dass es sowas nie wieder passiert und dass die Schüler dazu beitragen können, dass sowas nicht passiert. Ich bin auch in einem Verein, der nennt sich Child Survivors Deutschland. Das sind Holocaust-Überlebende, die als Kinder den Holocaust überlebt haben. Wir treffen uns 2-mal jährlich und lassen uns auch therapeutisch beraten. Es ist mir wichtig, dass wir den Kontakt halten. Ja. Und wie bewertest du die aktuelle Lage in Deutschland? Also wir haben ja durch die starke Zunahme der Flüchtlingszahlen hier in Deutschland aktuell viele politische Diskussionen. Man sieht ja auch, dass auch Parteien, die rechte politische Ideologien vertreten, wieder auf dem Vormarsch sind. Jetzt die AfD hat in Frankfurt 13% bekommen oder in Hessen. Wie ist das für dich? Also ehrlich gesagt macht mir das Angst. Ich sehe die brennenden Flüchtlingsunterkünfte, das Geschrei und das erinnert mich doch sehr an die Nazizeit damals. Ja. Und ich meine, man sollte den Anfängen wehren. Man darf nicht vergessen, hier bei den Flüchtlingen handelt es sich um Menschen in Not, so wie wir damals in Not waren. Und wir wären froh gewesen, wenn wir irgendwo Unterstützung bekommen hätten. Darum, dieser Hass, der jetzt wieder aufflammt, der macht mir schon Angst. Und ich meine, da sollte man auch was dagegen unternehmen. Hast du denn eigentlich selber nach 45 irgendwann nochmal Hass erlebt oder Diskriminierung aufgrund deines Glaubens? Nicht direkt. Ich habe schon gespürt, dass mich manche Leute sehr kritisch betrachten. Ich war ja auch lange im Berufsleben. Es ist nun mal so natürlich, dass man da manchem ausgesetzt ist, aber ich habe mich bewusst nicht, soll ich sagen, so nach außen hin als Jüdin geoutet, um solche Hass nicht zu provozieren. Und wenn du jetzt in Schulen gehst oder jetzt hier eben auch an dem Interview teilnimmst, ist das was, wo du dir auch Gedanken machst, dass das vielleicht auch Gegenwehr auslösen kann oder dass das irgendwo eine Gefahr bedeuten kann? Oder ist das was, wo, also wie bewertest du das? Gefahr? Nein, das verdränge ich ehrlich gesagt. Mein Anliegen ist eben doch, dass man darüber berichtet, solange ich noch kann. Ich bin ja schon älter.
Und das ist wichtig, dass vor allen Dingen die Jugend erfährt, was damals passiert ist, damit sich das eben nicht wiederholt. Also hast du keine Angst? Nein, wenn ich Angst mal gelegentlich habe, dann verdränge ich sie. Mhm. Ich will das nicht. Ich will nicht in Angst. Man kann nicht immer in Angst leben. Mhm. Nicht, das zerstört. Ja. Die Angst würde ich ja auch weitergeben, dann an Kinder und Enkel. Ja. Und wie hältst du es mit dem Glauben nach dem Konzentrationslager? Es gibt da ja sehr unterschiedliche Umgangsweisen. Es gibt auch viele Überlebende, die ja berichten, sie haben den Glauben an Gott verloren. Wenn ich dich richtig verstehe, bist du aber weiterhin Jüdin und lebst auch deinen Glauben aus, oder? Ich lebe meinen Glauben, aber ich bin nicht besonders fromm. Ich halte die jüdischen Feiertage, so gut es geht. Aber ich gehe auch an diesen Tagen gelegentlich in die Synagoge, aber das mit dem Glauben, ja, das ist schwer, an Gott zu glauben, der nicht nur 6 Millionen Menschen, darunter über 1,5 Millionen Kinder sterben ließ. Das ist einfach schwer, dann diesen Glauben weiter. Aber ich bin in Jüdin geboren und möchte es auch bleiben, bis zum Ende. Sind deine Eltern weiter in die Synagoge gegangen nach dem Konzentrationslager? So ähnlich wie ich an den hohen Feiertagen. Okay. Mein Vater war ja durch seine Behinderung, die Synagoge war in Münster, also 25 Kilometer entfernt von unserem Wohnort. Er konnte da nicht immer hin. Ja. Und bist du jetzt manchmal noch, du lebst ja jetzt in Offenbach, bist du noch manchmal in Münster, in deiner Heimatregion, in die ihr ja auch nach dem Krieg erstmal wieder zurückgekehrt seid? Ich gehe dort oft das mal hin, weil ich dort in Schulen berichte und die Schüler dort, die sind mit der Gegend vertraut und mit den Umständen, die verstehen mich besonders gut. Ja. Hat denn deine Familie eigentlich auch Stolpersteine bekommen? Ja, das war mir eine große Freude, dass vor dem Haus, in dem wir nach dem Krieg gelebt haben, liegen 3 Stolpersteine für meine Eltern und für mich zur Erinnerung an die Zeit, die wir dort verbrachten. Wir waren die letzten Juden dort in dem Ort in Breckenhaus. Ja. Lise, du hast ja sehr viele Bilder aus der Zeit, auch vor dem Krieg und im Krieg. Eines davon hat eine ganz ungewöhnliche Geschichte, hast du gesagt. Wir haben es jetzt hier mal mitgebracht. Was hat es mit diesem Bild auf sich? In diesem Judenhaus in Münster war auch eine Schule, in die ich auch gelegentlich mal als Gasthörerin gegangen bin, obwohl ich noch nicht schulpflichtig war. Dieses Bild ist das letzte Foto von den Schülern. Es zeigt etwa 25 Schüler, den Hausmeister ganz links, den Rabbiner Fuß, den letzten Rabbiner der Schule und des Hauses. Und in der Mitte seht ihr sogar ein Tier, einen Hund. Die Schüler haben versucht, trotz der schlimmen Zeiten eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Leider hat das Bild eine traurige Geschichte. Von den 25 Schülern haben nur 5 überlebt. Und wieso ist dieses Bild in 2 Hälften unterteilt? Bei der Aufnahme haben die Schüler vereinbart, dass sie haben es zerrissen. Und wenn einer oder mehrere überleben, wollten sie das Bild zusammenfügen. Und von den 5 Überlebenden hat einer das, 2 das Bild gehabt. Und sie haben es wieder zusammengefügt. So ist das Dokument erhalten geblieben. Ja. Trotz der 20 ermordeten Kinder. Und hast du einen Wunsch an uns als junge Generation zum Thema Erinnerung? Oder hast du da bestimmte Wünsche, wie wir uns weiter verhalten sollten? Ihr solltet die Erinnerung auch wachhalten, mit uns helfen. Ich bewundere euch, dass ihr euch dafür einsetzt, dass diese Zeit nicht vergessen wird, denn 6 Millionen Tote, das ist so ungeheuerlich. Das sind Menschen, die
so gelebt haben wie andere auch, die nur einen anderen Glauben hatten. Die sind einfach ermordet worden. Vor allen Dingen die Kinder, die noch gar nicht richtig gelebt haben. Und ich halte es für sehr wichtig, dass die Erinnerung wachgehalten wird und möchte dadurch ein bisschen dazu beitragen. Vielen Dank. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass dir Bilder immer ganz wichtig sind. Also man sieht das auch vielleicht hier im Hintergrund, in deinem Haus sind ganz viele bunte Bilder von überall aus der Welt, aber es gibt eben auch viele sehr traurige Bilder, die die Erinnerung bergen an die Verwandten, Bekannten, Freunde von dir und deiner Familie, die eben die Nazizeit nicht überlebt haben, die in Konzentrationslagern ums Leben kamen, in Ghettos ums Leben kamen, vorher schon ermordet wurden. Und du legst sehr großen Wert darauf, ja, dass man in deinen Präsentationen in der Schule auch ganz viele Familienangehörige zeigt. Und ich finde, das ist immer eine sehr schöne Botschaft. Wir hatten das ja mal bei einem Schulbesuch auch diskutiert, dass ich gefragt habe, wieso zeigen wir denn eigentlich so viele Einzelbilder immer? Warum muss denn jeder Verwandte, jeder Cousin, jede Tante und Onkel gezeigt werden? Und ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, aber wir müssen die alle zeigen, weil die sind ja alle tot. Und ich habe da ganz überrascht reagiert und dann erst verstanden, dass der Hintergedanke von dir eben ein ganz besonderer war. Vielleicht willst du es auch selber nochmal zusammenfassen. Ja, ich vermisse jeden Einzelnen dieser Familie. Hinter jedem Bild steckt ein persönliches Schicksal. Sie fehlen mir einfach. Mir fehlen das, was normale Familien haben. Cousins, Tanten, Onkel, Cousinen, eben Familienangehörige. Und man darf nicht vergessen, hinter jedem Bild steckt ein ganz persönliches Schicksal. Auch die hätten, wenn sie weitergelebt hätten, Familien gehabt, Kinder, Enkel, so wie. Und mich stimmt das traurig, wenn sie ganz vergessen werden. Ich bin die Einzige, die die Erinnerung an diese toten Verwandten noch aufrechterhalten kann. Genau, und es ist ja auch sehr bemerkenswert, dass deine Mutter geschafft hat. Du hast ja ganz am Anfang der Geschichte erzählt, ihr durftet einen Koffer mitnehmen nach Theresienstadt, der euch dann noch weggenommen wurde. Deine Mutter hat es also irgendwie geschafft, in ihrer Kleidung, in den Mänteln, in den vielen Sachen, die du getragen hast, diese letzten Bilder zu retten. Du hast selber gesagt, ihre eigene Schwester mit Mann und Kind, die genauso wie du mit deiner Mutter und deinem Vater in Theresienstadt waren, haben nicht überlebt. Was überlebt hat, sind diese Einzelaufnahmen von diesen Personen und die werden wir auch weiter zeigen. Wir werden sie auch in diesem Film nochmal zeigen und wir werden sie auch weiter bei jedem Schulbesuch mitnehmen. Ich werde auch nicht mehr hinterfragen, warum wir jeden Onkel und jede Tante zeigen, aber die Idee dahinter ist ja, eben zu sagen, jemand, der damals 1945 oder in den Jahren zuvor verstorben ist, der hat nicht nur die Lücke dieser Einzelperson hinterlassen, sondern auch die ganzen Nachkommen, die auch alle heute fehlen. Und an ja, die jeden Einzelnen wollen wir gedenken. Ja, so ist es. Du hast das sehr schön gesagt. Du hast verstanden, dass ich sie alle vermisse und die Erinnerung gerne wachhalten würde durch die Bilder, durch die Fotos. Und das Reden über sie. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, die Erlebnisse mit uns zu teilen, die Erinnerungen zu teilen. Und es ist schön, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für deine Hilfe bei diesem Film. Gerne.